Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier hier am Start, wieder mit einem Pokémon Go Video. Heute seht ihr einen Teil von meiner Wohnung. Es war ganz witzig, ich zeige eigentlich quasi nur so ein bisschen vom Spiel, was ich so in den letzten Stunden so erreicht habe. Ich habe sehr viel gefangen, könnt euch auf einiges freuen. Ihr landet mit mir auf meinem Bett. Es wird sehr heiß. Ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten. Freut euch auf das Video. Es gibt Einbrecher in meiner Wohnung, ich bin sehr böse. Ansonsten, naja, für die Cam kann ich leider nichts. Die neue Cam kommt nächste Woche, dann ist die Audio besser. Also mich stört die Audio, glaube ich, mehr als euch. Ihr habt im letzten Video geschrieben, hey Heaven, das macht doch gar nichts. Es war einfach so lustig und dann sind die Videos automatisch gut. Die Quali ist da eigentlich egal. Mich stört's aber und deswegen kommt ja bald zum Glück eine neue Cam. Ja, viel Spaß beim Zusehen bei meinem Einbrecher-Catch in meiner Wohnung und auf noch ganz viele Pokémon Go Videos. Viel Spaß und bis zum Schluss, wenn ich wieder quatsche. Hey, oh my god, wir haben einen fucking Einbrecher in meiner Wohnung. Wir haben ein Taubsi und wir catchen es. Oh my god, hey. Hey, also willkommen zur Folge Nummer 2. Von Pokémon Go. Wir haben einen Einbrecher in meiner Wohnung gefangen. Ein fucking Taubsi. Hey. Oh my god. Ich bin so froh. Es ist so cool. Ich liebe dieses Spiel, ja. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ihr seht meine Wohnung, ja. Zum ersten Mal seht ihr mindestens einen Teil von meiner Wohnung. Hier der Ball. So gut, so gut. Wir sprechen gleich über Pokémon Go. Also ihr seht schon, wir haben einen Checkpoint. Beziehungsweise einen Pokestop. Ihr kommt jetzt mit mir auf mein Bett und dann kann ich euch alles mal zeigen, was ich so gemacht habe. Hey, das ist voll die gute Location hier, ha? Huh? Also, wir sind in meinem Bett, wir sind in meiner Wohnung. Ich bin eben hier angekommen. Irgendwie werden diese Pokémon Go Videos zu so Vlogs, ha? Huh? Aber ich mag das. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Anscheinend hat euch ja Folge Nummer 1 gefallen. Das hat mich sehr gefreut. I'm sorry wegen dem Rauschen. Ah, die neue Kamera sollte nächste Woche ankommen. So. Ich habe mich ein bisschen mit dem Spiel jetzt auseinandergesetzt. Wir sehen hier Milliardenzeichen, ja. Ich bin in einer großen Stadt. Das ist sehr vorteilhaft. Das sind alles hier so kleine Pokémon-Stops. Wenn wir da draufklicken, bekommen wir alle 5 Minuten, naja, Pokebälle, Beleber, Eier und so Stuff. Und der Vorteil ist, von meinem Zimmer aus, von meinem Bett aus, wo ich gerade bin, kann ich immer auf diesen Pokestop hier vorne zugreifen. Ich klicke nicht drauf, ja? Wenn ich draufklicke, dann seht ihr, wo ich wohne. Das wäre nicht so gut. Aber es ist so cool und ich kann Pokémon in meiner Wohnung fangen. So, ihr seht schon, ich bin Level 5. Hat sich etwas getan. Ich bin auf dem Weg zu Level 6. Ich habe, oh mein Gott, das Spiel ist so nice, ja? Ich habe auch schon ein paar Achievements bekommen. Aber noch nicht so den crazy Stuff. Wir können uns mal meine Monster gleich ansehen. Meine Pokémon, I'm sorry. In der Nähe sehen wir hier die Monster. Pokémon, god damn it. Die Pokémon, nichts Besonderes. Ich habe eben was in der Stadt gefunden. Das Coole ist, auf dem Weg hierher bin ich diese ganzen Checkpoints hier hinten da abgelaufen. Zack, 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 zack. Ich habe so viel Stuff bekommen. Es war so crazy, als ich hier angekommen bin. Eine Sekunde, wo ist das Pokéball? So. Oh, meine Pokémon. Schauen wir uns das an. So, wir sehen jetzt hier alle meine Pokémon. Ich habe jetzt 49 gefangen. Ganz viele Taubsis. Ich war gestern noch, ich glaube, so 2 Stunden in der Stadt. Das Dumme war, ich wusste nicht, dass ich bei Pokestops so drehen muss, damit ich da Sachen draus bekomme. Habitak Taubsi, Traumato, Evoli habe ich eben gefunden. Zubat, ich hasse es, Zubat zu fangen. Ich habe 10 Pokébälle bei dem verschwendet. Blutzuck Rehorn habe ich bei mir an so einem, naja, wie soll ich das nennen? Burgschloss-Dingsbums habe ich das gefunden. Dann haben wir noch Smogon, Habitak, Taubsi, Anton habe ich eben bekommen. Evoli habe ich eben bekommen. Im Auto, ja. Im Auto. Ich so, oh mein Gott, Evoli, Evoli. Anhalten, anhalten. Und dann Pummeluff vor 10 Minuten oder so. Und, Ibitak, ja, das ist mein stärkstes momentan. Ibitak 173 WP, ich mache den mal zum Favoriten. Es hat einfach, ich glaube,
keine Ahnung, 200 Bälle gebraucht. Nicht 200 Bälle. 20 Bälle. Ich habe die ganze Zeit daneben geworfen. Das ist, und der war auch orange. Also es war nicht so einfach, den zu fangen. Ich habe mich ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt. Deswegen so die ganz wichtigen Sachen erkläre ich euch dann später. Ich bin aber auf jeden Fall jetzt Level... Oh mein Gott, wir haben hier ein Ratzfratz auf meinem Bett. Ich fange es. Am besten fangt ihr, wenn der Kreis ganz klein ist. What the fuck? Warte, der beißt mich. Wenn der Kreis jetzt, so. Wenn ihr dann noch trefft, ja? Hey, du bist auf meinem Bett. Wer hat dir das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt? So. Zack, jetzt müssen wir es haben. Es ist so lustig, ja? Bei mir direkt im Bett ein Ratzfratz. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo der Mikrofoneingang bzw. das Mikrofon von dieser Cam ist. Deswegen ist es ein bisschen komisch. Ratzfratz, vielen Dank. Fangt übrigens alle Pokémon. Wartet, ich muss mal den Pokéstop aktivieren. Wenn wir da was sehen, dann muss ich das leider rausschneiden. Okay, ich blende euch das oben aus. Auf jeden Fall haben wir da jetzt wieder drei Pokébälle bekommen. Das ist nice. Und den anderen Stop kann ich eigentlich auch erreichen. Also den da, wenn ich mich ein bisschen in meinem Zimmer bewege. Aber es ist so nice, ja. Was ich euch noch zeigen wollte, ich habe ja nicht nur diese Pokémon, ich habe auch Pokémon-Eier, ja? Schaut euch das mal an. So viele Eier habe ich schon bekommen. Die sind alle bei den Pokéstops gedroppt. 9 von 9 Eier, 2 Kilometer, 5 Kilometer, ein 10 Kilometer Ei. Das 2 Kilometer Ei ist fast fertig, das habe ich eben angemacht. Oder, wie soll ich sagen, mit dem Brüten angefangen und ich gehe gleich nochmal raus. Und dann bin ich mal gespannt, was da drin ist. Übrigens, Level 5 erreicht, das heißt, ich kann ein Team wählen und ich kann in eine Arena. Da hinten ist irgendwo eine Arena. Können wir da draufklicken? Wow, du hast jede Menge Pokémon gefangen und viel Erfahrung als Pokémon-Trainer gesammelt. Gut gemacht. Du bist bereit, an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen. Ich habe drei hervorragende Assistenten. Jeder von ihnen leitet ein Team und hat eine andere Vorgehensweise bei der Erforschung von Pokémon. Ein Teil ihrer Forschung besteht in der Ausrichtung von Pokémon-Kämpfen in der Arena. Sie freuen sich schon, dich als Teammitglied begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Team Gelb. Hey, ich heiße Spark. Ich leite Team Intuition. Pokémon sind Wesen mit hervorragender Intuition. Ich wette, dass das Geheimnis ihrer Intuition damit zusammenhängt, wie sie ausgebootet werden. Komm und tritt meinem Team bei. Du kannst nicht verlieren, wenn du dich auf deine Intuition verlässt. Das ist Team Gelb, jetzt kommt Team Blau. Ich bin Blanche, ich leite Team Weiß. Oh mein Gott, ich weiß schon, ich nehme Team Blau. Aber der Typ ist irgendwie komisch. Die Weisheit von Pokémon ist unermesslich. Ich erforsche, warum sie sich entwickeln. Mein Team, aufgrund unserer besonderen Analyse jeder Situation sind wir unschlagbar. Ich hoffe es, ja? Und das ist, ich bin Candela. Keine Ahnung, ich leite Team Wagemut. Pokémon sind stärker als Menschen, außerdem sind sie sehr warmherzig. Ich erforsche, wie die natürliche Kraft der Pokémon vergrößert werden kann, um wahre Stärke zu erreichen. Es besteht kein Zweifel, dass die von unserem Team trainierten Pokémon die stärksten im Kampf sind. Bist du bereit? Okay, entscheide dich für ein Team. Team Intuition, Team Weisheit, Team Wagemut. Wenn ihr in mein Team wollt, kommt in Team Weisheit. Wir sind Team Blau. Ja. Willkommen in Team Blue. Oh my God. Da oben seht ihr, wo ich wohne. Das ist gefährlich hier. Huh? Aber gut, ich blende das euch irgendwie aus. Da sah man auf jeden Fall die Arena und wer da gerade Champion ist. Beziehungsweise wer die da eingenommen hat und wer die verteidigt. Und Vlogging-Style. Warum ich gerade in meiner Wohnung bin, obwohl ich gerade eigentlich Semesterferien habe. Also ich habe keine Semesterferien, aber warum? Na egal. Ich schreibe meine Bachelorarbeit und muss zu meiner Professorin. Und ich werde gleich kurz mit ihr sprechen. Ich denke, es wird nur so ein 5-Minuten-Gespräch und dann kann ich wieder nach Hause fahren. Und dann ist meine schöne Wohnung hier wieder für ein paar Tage alleine, weil ich ja bald in Urlaub fahre. Und naja, aber die Wohnung ist so cool hier. Hä? Ich zeige dir euch bald mal ausführlich. Ihr habt ja sowieso schon seit Ewigkeiten nach einer Roomtour gefragt. Und jetzt Pokémon Go ermöglicht das alles und es ist irgendwie lustig, weil ich habe eigentlich immer so Lust auf Vlogs gehabt. Ich quatsche viel und Vlogs passen irgendwie dazu und ich denke,
Das ist eine gute Alternative oder eine gute Möglichkeit, beides zu kombinieren. Ich zeige euch nochmal ganz kurz mein Tagebuch. Schaut euch das mal an. Zack, wir gehen mal zurück. Gestern Nacht, ich bin aufgewacht, hatte das Gefühl, dass Pokémon kommen. Werden die noch angezeigt? Ah, um 2 Uhr habe ich noch ein Pokémon gefunden. Bei mir im Schlafzimmer, mitten in der Nacht. Und dann seht ihr ganz viel Enton 8.56 Uhr, Smogon 59, Pokestops, ganz viele Bälle bekommen. Da bin ich an mega vielen Pokestops vorbeigefahren. Dann Duflor, Mistkerl, geflüchtet, war wohl zu stark für mich. Und den Rest habe ich dann gefangen. Und eigentlich müsste ich ein Achievement dafür bekommen, dass ich Ibitak mit 300.000 Bällen erst gefangen habe. Aber der ist auch relativ stark. Ich habe auch hier, wo ist der Stuff? Ich brauche Items. Wo sind meine Items? Hier seht ihr den ganzen Kram, den ich habe. Trank, Beleber, Rauch, Pokebälle habe ich jetzt 94 Stück. Kann man auch mehrere Brutmaschinen haben? Das wäre gut, ja? Und wir können wieder drehen. Ihr könnt euch kurz meinen Fernseher ansehen. Sehr schön. Nichts Besonderes. Ich gucke auch nicht wirklich. Auf Fernsehen. Jetzt habe ich zu früh zurück. Oh mein Gott. Also wenn ihr in diesem Video ein paar Black Screen seht, dann liegt es daran, dass ihr dann sonst seht, wo ich wohne. Aber Pokestop direkt bei mir. Nice. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke, wir sehen uns gleich wieder bei meinem Endscreen. Dann kommentiere ich diesen Shit, den ich hier geredet habe. Wahrscheinlich so, I'm sorry, weil das Mikro so shit ist. Es rauscht so. Ja, die neue Cam kommt, Heaven. Reißt sich zusammen. Vielleicht seht ihr auch nicht gut, ich weiß nicht. Das ist immer so komisch, ja. Es ist für mich sehr hell. Aber eigentlich müsste man das iPhone relativ gut erkennen, oder? Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Pokémon Go Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Dann sehe ich, dass ihr die Serie mögt, unterstützt und mehr davon sehen wollt, weil mir machen die Videos sehr viel Spaß. Vlog-Style, ja, vielleicht seht ihr mich auch bald, ja. Also es geht ja immer mehr in die Richtung, ha, Heaven macht Facecam, ha. Naja, macht sehr viel Spaß, demnächst sind wir wieder in der Stadt unterwegs und dann werden wir ein paar Pokémon fangen. Also es gibt hier massenhaft, ja, gerade wo ich bin, Milliarden Stops. Schaut euch das mal an. Überall blaue Punkte, wartet. Näher. Überall blaue Punkte, ja, überall. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Pokémon Go Video wieder. Dann nicht auf meinem Bett, sondern auf diesem Ball hier. Nein, da setze ich mich jetzt drauf. Ah, ich liebe den Ball, aber da ist langsam, naja, die Luft geht raus, weil der sehr lang benutzt wird. Und wir können auch ein Pokémon zum Schluss fangen. Ein Taubsi erscheint an meiner Wand. Und jetzt werfen wir und wir fangen es. Nice, ein Taubsi in meiner Wohnung. Das heißt, wir hatten insgesamt 3 Einbrecher bei mir. Das ist gefährlich. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich liebe dieses Spiel. Und es kommen bald dann auch, Hinweise, Tipps zum Spiel, was ich bisher so an Erfahrung gesammelt habe. Ich liebe es. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Es ist fucking amazing. Und ihr seid tolle Abonnenten. Danke für die ganzen positiven Kommentare und Bewertungen beim letzten Video. Bis bald, euer Arias Boy. Oh my God. Was für ein Video, ja? Audio geht so, ja? Geht so. Aber immerhin haben wir ein bisschen was gefangen. Mir macht Pokémon Go sehr, 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 sehr viel Spaß, ja? Nachdem ich wieder nach Hause gefahren bin, nachdem ich meine Wohnung dann verlassen habe, und nach dem Gespräch mit meiner Professorin habe ich später noch einen Arena-Fight aufgezeichnet. Das war sehr lustig, vor allem weil, naja, ich war bei parkenden Autos und dann kamen so Leute und so. Es war irgendwie, naja, die dachten auch, mit wem redet der da? Das ist sehr lustig, das kommt dann wahrscheinlich übermorgen oder so. Ich muss mal gucken, wann ich Zeit habe, das zu schneiden. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann sehe ich, dass ihr mehr von diesen, naja, Pokémon Go bzw. so Schrägstrich Vlog-Videos sehen wollt. Ich fahre ja bald in Urlaub, ich werde dann noch ein extra Video machen, ob ihr vielleicht vom Urlaub einen Vlog sehen wollt oder was weiß ich. Muss ich noch gucken, auf jeden Fall macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch geht's gut. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.